Frau Rieper, Sie sind stellvertretende Landesvorsitzende der ÖDP im Saarland. Ist Bayern in Sachen Artenschutz gerade im Hinblick auf das Bienenvolksbegehren ein Vorbild für andere Bundesländer? Also im Saarland haben wir schon einen sehr, sehr guten ökologischen Anteil am ökologischen Landbau. Wir sind überdurchschnittlich gut. Das soll ausgebaut werden und das kann ich nur ausdrücklich unterstützen. Aber wir haben im Saarland natürlich ähnliche Probleme. Die Wildbienen, um die Wildbienen steht es sehr schlecht. Beim Gewässerzustand können wir Erhebliches leisten und deswegen gibt es auch hier noch Nachholbedarf. Sie stehen bei der anstehenden Europawahl auf Listenplatz 2 der ÖDP. Damit stehen Ihre Chancen gut, ins Europäische Parlament einzuziehen. Was wollen Sie denn dort verändern? Also für mich ist es so, ich bin überzeugte Europäerin und ich weiß, dass Europa viel mehr für den Umweltschutz, für den Naturschutz, für den Gesundheitsschutz und für das Tierwohl tun kann und vor allen Dingen tun muss. Und die Bürger haben im Augenblick zwei existenzielle Beweggründe, auf die Straße auch zu gehen. Das ist das Artensterben und der Klimaschutz. Und meine Absicht ist es, die Forderung der Bürger in diesen Bereichen auf die politische Entscheidungsfindung zu bringen. Und in erster Linie ist es natürlich mein Ziel im Europäischen Parlament, dass wir die Europäische Bürgerinitiative sowohl im Europäischen Parlament durchsetzen, in den Ausschüssen die Forderung der Europäischen Bürgerinitiative und dass wir da die Unterstützung der Bürger im Rücken haben. Wir möchten mehrere Millionen Menschen hinter uns stehen haben, damit wir eine bessere Landwirtschaftspolitik in der EU bekommen, eine insektenfreundliche und eine bauernfreundliche Landwirtschaft und damit wir besseren Naturschutz und Umweltschutz in der Europäischen Union erhalten.